Ja, grüßt euch Leute, der Boogie wieder hier mit einem neuen Review. Heute habe ich euch was mitgebracht, was für mich neu ist. Ich habe noch kein Video drüber gemacht. Und zwar ist das der, na, sieht man's? Ja, scheiß Lichtverhältnisse, komm. Licht, es werde Licht. So, der Nina Herbal Raspberry, okay, das mit dem Licht ist doch keine gute Idee. Hier sieht man's, ja. Nina Herbal ist wieder ein Tabakersatz. Hier kann man es lesen, Tabak- und Nikotinfrei. Das sind irgendwelche pflanzliche Aromenstoffe. Ein Tabakersatz sozusagen. Und ja, dieser Tabakersatz sind keine Steine. Es ist irgendwie auf pflanzlicher Basis. Der Tabak ist, so jetzt brauchen wir aber Licht. Licht. Sehr, sehr feucht, ja, wie ihr sehen könnt. Er ist wirklich triefend nass. Man sieht es hier oben, seht ihr, die Molassen, die laufen schon runter. Das ist ein sehr feiner Schnitt eigentlich, ja. Ja, hier kosten, ich habe eine andere Dose noch hier. 200 Gramm kosten hier 15,95 €. Bevor ich es vergesse, hier geht ein Dankeschön an die Hanna von der L Oriental Group, die mir die Sorten zur Verfügung gestellt hat. Ich würde es euch gerade zeigen, ich habe die eine noch zu, wie das Ganze verpackt ist. Also hier ist ein großer luftdichter Beutel, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und innen drin ist das Ganze nochmal mit so einer Folie eingepackt, wie man es halt von Sorten wie Alvaha oder Nachla kennt. Ja. Ja, 200 Gramm kosten hier 15,95 €. Schnitt ist ganz okay, er ist... ich würde Ihnen sagen, er ist noch ein bisschen besser als der Alvaha-Schnitt. Mein Handy, es tut mir leid. Er ist noch ein bisschen besser als der Alvaha-Schnitt, würde ich so spontan sagen. Zum Geruch. Himbeere soll es sein und... Direkt Himbeere würde ich nicht draus riechen. Man riecht auf jeden Fall, dass es was sehr fruchtig, natürliches ist. Und vielleicht kennt ihr diesen Eistee, den man in Wasser auflöst. Er riecht original wie der Waldbeeren-Eistee. Richtig süßlich, hat eine frische Note. Künstlich und... ja, es riecht nach so Waldbeeren. So allgemein nach Waldbeeren. So wirklich Himbeer, dass ich sagen kann, das riecht jetzt eins an nach einer Himbeer. Man kann es vielleicht so ein bisschen mit rausgliedern, dass vielleicht Himbeer dabei ist. Aber ich finde, es riecht eher so ein bisschen nach Waldfrucht, was jetzt gar nicht schlimm ist, was eigentlich sehr angenehm riecht. Ja, zum Setup. Ich rauche auf meiner Sapphire Power Bowl. Ich glaube 18, 19 Gramm waren es. Das ist kein Ami-Setup oder so, es ist einfach gut gefüllt. Zwei lang dickere Alufolie mit einer Atomlochung, drei Prikos. Die Atomlochung habe ich gewählt, Entschuldigung, weil der Tabak sehr viel Hitze verträgt, ja. Also wenn ich den jetzt in einer normalen Bowl, Power Bowl oder so rauche, rauche ich den bestimmt mit 10 Minuten Windschutz an, ja. Weil er einfach unheimlich viel Hitze braucht und auch verträgt. Man könnte ihn auch weiter mit Windschutz rauchen, aber ich finde, es reicht, ja. Ich habe auf meiner NP450 Nemmerhausschlauch und wie gesagt drei Brikos auf Atomlochung. Ich habe die Prikos genau auf den Löchern. Die Löcher sind auch nur so groß, so diese Atomlöcher sind auch nur so genauso groß wie die Prikos sind. Das heißt, ich versuche die maximale Hitze rauszuholen. Ich habe lediglich zwischen den Löchern zwei, drei Löcher gemacht. Ja. Rauchentwicklung ist sehr gut, wie ihr sehen könnt. Ich muss da in aller erster Linie sagen, ich finde, man spürt total, dass es kein Nikotin oder Teer oder sonst irgendwas enthält. Normaler Tabak, den spürt man so ein bisschen nicht drückig, aber man spürt halt, dass es Tabak ist. Und bei ihm ist es einfach, man merkt einfach, wie der Rauch rein und raus geht. Das ist einfach, ja... Atmen mit Rauch.
Kommen wir zum Geschmack. Ja. Der Geschmack ist auf jeden Fall schon intensiv. Intensiv fruchtig. Er schmeckt nicht ganz so, wie er riecht. Das heißt, er hat noch diese Waldfrucht- oder Waldbeerennote mit dabei. Aber es kommt gerade noch im Nachgeschmack so ein dumpfes, süßliches. Ich würd jetzt nicht direkt sagen, dass es vielleicht Himbeere ist, aber es könnte die Himbeere sein. Die kommt so dumpf, süßlich noch mit in den Abgang dabei. Wobei, ganz leicht könnte man drauf tippen. Es schmeckt auf jeden Fall super lecker, ja. Meine Freunde, die ihn schon geraucht haben, finden ihn auch super lecker. Auch wenn er jetzt nicht 1A nach Himbeere schmeckt, so wie der Naklamizu. Der schmeckt ja ziemlich geil, was Himbeertabak angeht. Aber er hat sowas erfrischend, fruchtig, Waldbeeren, Waldfruchtmäßiges. Und deswegen sagt der Tabak mir auch schon wieder zu, muss ich sagen. Er schmeckt eigentlich ziemlich gut, ja. Man kann wenig mit dem Tabak falsch machen, habe ich gemerkt. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert mit den ersten Köpfen. Das heißt, ihr könnt ihm wirklich Hitze geben bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ihr könnt ihm jetzt noch mehr Hitze geben. Dann fängt er einfach nur noch stärker an zu rauchen. Irgendwann kommt halt der Punkt, da merkt man, jetzt ist gut, ja, da schwindet der Geschmack langsam. Ist also auch gut für Anfänger, meiner Meinung nach, weil ich habe es jetzt nicht geschafft, den Tabak zu verbrennen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die schaffen das, aber ja, zur Punktevergabe. Von mir bekommt der Tabak so 8 von 10 Punkten, auch wenn er eigentlich am Thema so verfehlt ist. Himbeere ist noch irgendwo so diese Waldfrucht, Beerenfrucht. Da finde ich diesen Geschmack eigentlich, man hätte ihn eigentlich Wildberry oder so nennen sollen, finde ich. Da wäre er besser gekommen. Dann hätte er vielleicht sogar 10 Punkte bekommen. Weil ich finde, er ist süß, er ist natürlich, er ist fruchtig. Schon wieder mein Handy. Und er hat einfach alles das, was man beim Tabak braucht. Schnitt ist in Ordnung, ist feucht. Alles, was ich euch vielleicht empfehle, nimmt keine Powerbowl oder sowas oder einen Standardkopf. Wenn ihr einen Funnel zur Verfügung habt, nimmt einen Funnel, weil das Zeug ist wirklich triefend nass. Also schon fast Phantasia-mäßig. Und ja, 8 von 10 Punkten gibt es von mir. Viel Gerede um nix. Und ja, nochmal ein Danke an Hanna von der L Oriental Group. Und ja, dann sehen wir uns die Tage.